Grüße. Hallo und willkommen zurück zu Ark Genesis. Wir sind mal wieder im Vulkanbiom unterwegs und hier fühlt sich Susanne wirklich zu Hause. Das ist einfach das perfekte Biom für Drachen, ist ja klar. Super cool. Man kann hier richtig schön rumfliegen, man sieht auch richtig viel. Das Ganze ist ein komplett anderes Erlebnis, ist natürlich auch deutlich ungefährlicher. Und ja, super, super praktisch einfach nur. Wir können jetzt auch so ein paar von den Missionen erledigen, die man sonst wohl nicht so erledigen kann. Also das ist echt toll mit Susanne, macht einen riesen Spaß. Und ist super interessant, einfach mal die ganzen Missionen so ein bisschen durchzutesten. Ja, ohne sich da großartig Sorgen zu machen, dass man seine Tiere verliert. Ich habe hier jetzt sämtliche Glitches aufgesammelt. Ich bin ja mitten im Mission Running. Wir müssen immer noch ein paar Missionen machen, damit wir den Endboss angehen können. Und ich habe jetzt alle Glitches aufgesammelt, bis auf einen. Ich habe gedacht, wir sammeln den letzten zusammen auf und gucken mal, was passiert. Ob das irgendwas bringt oder so. Also, wir können mal schauen. Wir haben hier in jedem Biom in dem Quest-Tab extra ganz unten den Zähler für die Glitches. Da gibt es, glaube ich, in jedem Biom 30. Wir haben jetzt 29 aufgesammelt im Vulkanbiom und wir haben, glaube ich, auch schon ziemlich viele Quests erfüllt. Da können wir auch mal gucken. Vielleicht, wenn unser HLNA Lust hat. Irgendwann. Was machst du da? Ich weiß nicht, was unser HLNA macht. Ich glaube, das will den Glitch. Geh mal kurz hier hoch. Das will ich noch kurz testen, ob das einen Questabschluss gibt oder was das denn eigentlich bringt, wenn man die Glitches einsammelt. Weil da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, was das bringt. Okay. Arrival Protocol. Wir können jetzt den Gamma-Boss machen. Wir haben jetzt 58 Missionen abgeschlossen. Also ich habe gerade genau 58 gemacht. Ich glaube, so viel haben wir gebraucht. Jetzt gehen wir mal da runter und sammeln den letzten Glitch auf. Mal sehen. Vielleicht erzählt er auch irgendwas super Spannendes. With all the bloody violence around here, but some elements of the Genesis simulation were originally intended to be educational. Not that you'll find a classroom or a learning pod around here, but before everything collapsed, students would routinely learn geology, biology, and other sciences by wandering around environments like this. Maybe I can pick up a computer science credit for fixing that glitch. Okay. Also diese Simulationen wurden auch für wissenschaftliche Untersuchungen genutzt und ja, um hier, da haben dann Studenten ihre Praktika gemacht und so, ne? Haben sich die Geologie angeguckt und so weiter und so fort. Das klingt ganz cool, das ist ein sinnvoller Einsatz für so eine Simulation hier, das ist ja die Genesis-Simulation. Das sind gleich zwei Basilisken. Kommen die schon im Rudel oder wie? Die sind lecker. Ja, und das war jetzt der letzte Glitch. Das war jetzt ein bisschen unspektakulär eigentlich. Ne, jetzt gucken wir nochmal, ob wir vielleicht eine Mission dazu bekommen haben. Das ist halt wieder ziemlich schwierig mit unserem HLNA. Das ist immer so ein bisschen eigensinnig. Ja, also wir haben einen Missionsabschluss bekommen. Also das ist das Einzige, was das bringt, wenn man alle Glitches einsammelt. Man bekommt den Missionsabschluss. Das zählt dann noch als eine zusätzliche Mission. Aber wenn man hier im Singleplayer unterwegs ist, ohne Mods, dann ist das tatsächlich super wichtig, weil das einfach ein einfacher Questabschluss ist und es ist wirklich schwierig, 58 Missionen im Singleplayer zu machen, weil einfach viele ein bisschen buggy sind und nicht, ja, machbar sind und andere sind halt einfach super schwierig. Ich kann da wieder so ein bisschen was erzählen. Das war ganz interessant hier im Vulkanbiom. Ich habe hier einfach schon super viel gequestet und das hier war zum Beispiel die Mission, wo wir bestimmte Gebiete besuchen müssen und da diese blauen Dinger aufsammeln müssen. Und das war tatsächlich ziemlich schwierig. Also das Biom ist ja sehr unzugänglich. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man das machen kann, ohne zu fliegen. Susanne ist ja jetzt super, super schnell. Das heißt, da war das überhaupt kein Problem. Aber ich kam schon teilweise so ein bisschen, die Zeit lief. Also ich denke, das geht nur, wenn man hier so ein Tech-Skiff nutzt oder sowas. Was anderes geht eigentlich nicht. Weil das Einzige, was fliegen kann in Genesis, sind ja eigentlich die Tech-Skiffs und die Astrocetos. Die Astrocetos sind zu langsam. Mit so einem Tech-Skiff würde man vielleicht von A nach B kommen. Ich glaube, mit dem Bloodstalker würde das zu lange dauern. Die sind einfach, selbst wenn man ein richtig guter Bloodstalker-Pilot ist, ist das, glaube ich, ziemlich schwierig. Also,
das war auf jeden Fall zeitlich sehr interessant. Dann haben wir, die haben wir zusammen gemacht, glaube ich, die One Hell of a Treasure Hunt. Dann habe ich die Magma Medley Melee gemacht. Das ist die gleiche Mission, die wir schon im Sumpfbiom gemacht haben. Da musste man ganz viele Viecher killen, und zwar zu Fuß und alleine. Das ist mega schwer, kann ich überhaupt nicht empfehlen. Das ist selbst auf Gamma eigentlich nicht machbar. Da braucht ihr wirklich gute modded Rüstung oder sowas. Ich habe im Moment noch den Bug aktiv, dass ich mehrere Rüstungsteile anziehen kann. Das hat mir das Leben gerettet. Also ich hatte dann hier in den drei Slots jeweils irgendwie drei oder vier Rüstungsteile, und wenn es kaputt gegangen ist, dann war das nicht so schlimm. Ich habe auch schon wieder ziemlich viel Rüstung verloren. Also ist nicht ungefährlich hier. Das ist auf jeden Fall, das ist eine Mission, die solltet ihr euch erst ganz spät angucken. Waffen muss man nicht mitnehmen, weil man muss ja die Waffen nehmen, die da bereitgestellt werden. Aber man braucht wirklich gute Rüstung, man braucht ein paar Health Brews und sowas. Irgendwas zum Hochheilen und ja, vor allem sehr viel Rüstung. Vor allem, wenn man alleine ist. Also zu zweit ist natürlich was ganz anderes, das ist dann noch halb so schwer. Aber alleine ist es schon ziemlich brutal. Gotta Go Fast haben wir, glaube ich, auch zusammen gemacht. Was noch super interessant war, die We Will Rock You Mission. Da muss man so ein Rock Elemental finden und killen. Das ist wieder eine der Standardmissionen. Also im Allgemeinen kann man natürlich sagen, hier im Vulkanbiom sind eigentlich die gleichen Missionen, gibt es die gleichen Missionen wie in jedem Biom. Das heißt, man macht hier nochmal genau das gleiche, einfach nur in einem anderen Biom. Nicht super spannend, aber wir wissen auf jeden Fall genau, was wir machen müssen. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Ich habe jetzt nichts Neues hier gesehen, sondern ich habe einfach den ganzen alten Krempel nochmal gemacht, den wir eigentlich schon kannten. Ist halt ein bisschen tedious. Also es ist einfach dann nur noch so ein Grinden. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal angesprochen. Und das war tatsächlich die brutalste Mission, denke ich. Die war auf Alpha richtig böse. Der hat 3000er Hits gemacht an Susanne. Und wir wissen ja, Susanne hat einen Sattel, den man normalerweise nicht hätte. Wir haben einen Sattel mit 700 Rüstung. Und wir kassieren trotzdem 3000er Hits von diesen Elementals. Also, da weiß ich nicht, wie das ist. Ob das vielleicht gar nicht von der Rüstung beeinflusst wird. Yeah, der Vulkan bricht halt gerade aus. Ich hoffe, dass das rüstungsunabhängig ist, weil ansonsten würde das bedeuten, dass ihr da vielleicht einfach mal so einen 20.000er Hit oder so kassiert. Selbst wenn ihr ziemlich gute Sättel habt. Also die Mission ist auf jeden Fall gefährlich. Die fand ich so ein bisschen furchteinflößend. Und dann gab es da auch noch die Mission mit den Allos. Die Allos sind super gute Tanks. Das sind, glaube ich, das ist die gleiche Location, wo es die Mission gibt. Sind auch die identische Mission eigentlich. Nur einmal gegen den Lava-Boss und einmal gegen den Allo. Im Moment, ich glaube, beim Allo ist die Magma-Mission dabei. Also es gibt hier vier Missionen dieser Art. Das sind alles die gleichen Missionen, nur mit anderen Gegnern. Und die Allo-Mission war eben die mit dem bösen Tank. Also der Allo hatte super viele Hitpoints. Auch die ganzen Ärzte, die dabei waren, also seine Kollegen, die hatten auch super viele Hitpoints. Da muss man richtig viel Schaden machen, bis man die irgendwann down kriegt. Und das Elemental hatte, glaube ich, auch ziemlich viele Hitpoints, aber hat super viel Schaden gemacht. Wer überhaupt nichts konnte, war, glaube ich, wenn ich das recht erinnere, der T-Rex. Die hieß dann, Moment. Kingslayer, ne? Den habe ich auf Alpha gemacht bis jetzt und der konnte eigentlich überhaupt nichts. Der war total langweilig. Der hat keinen Schaden gemacht und hatte auch nicht viele Hitpoints. Also das wäre vielleicht eine gute Empfehlung, wenn ihr mal eine Alpha-Mission probieren wollt. Also die wäre am einfachsten machbar, denke ich. Na gut, wir gehen jetzt aber mal zurück nach Hause. Und laden mal den ganzen Krempel aus. Ich muss immer wieder nach Hause ausladen, weil ich einfach so viel Zeug bekomme. Bei jeder Mission richtig viel Kram. Und ich habe auch ein paar gute Sachen bekommen. Zum Beispiel zwei Ascendant-Sachen. Das sind Ascendant Flag Boots mit... Die haben jetzt 350 Rüstung knapp. Das ist schon ziemlich cool für Items, die man einfach mal so findet. Und da haben wir den guten Vergleich zu den Items, die wir so haben. Wir haben ja so ein paar Sachen, die sind auf 700 hochgelevelt durch unsere Mods. Aber das, was man hier so findet, selbst wenn man die Mission auf der schwierigsten Stufe macht, ist im Normalfall so ein Ascendant Gear mit vielleicht diesen 300 oder so Rüstung. Mehr findet man normalerweise nicht. Also alles mehr als 350 ist, ich glaube, das ist das Beste, was wir bis jetzt gefunden haben. Ganz ehrlich. Das ist schon ziemlich gut. Was halt noch interessant ist, sind die Tech-Sachen, weil die kann man ja mittels Mods nicht hochleveln. Das heißt, die sind wirklich gut, wenn wir da Sachen finden. So ein paar Tech-Dinge sind echt nützlich, aber da findet man super wenig. Ich habe so Tech-Hosen gefunden mit 223 Rüstung. Das ist natürlich ziemlich cool auf jeden Fall. Gut, wir gehen jetzt zurück, bevor uns hier irgendwie so ein Felsen auf den Kopf fällt. Wenn ich den HLNA erwisch.
ab zurück ins Ocean Biome. Und dann, glaube ich, gucken wir uns mal so ein paar neue Waffen an. Ich habe mega Lust, die Tech-Krallen auszuprobieren. Da gibt es ja diese Tech-Claws. Und dann gibt es noch die Shoulder-Cannon. Die probieren wir, glaube ich, auch mal aus. Das machen wir jetzt alles mal vor dem Bossfight, weil freischalten tut man die, glaube ich, beim Endbossfight, den wir ja dann machen wollen. Aber wir gucken uns die jetzt trotzdem mal an, weil ich einfach super neugierig bin und keine Lust mehr habe zu warten. Wir haben die ja sowieso bei uns schon freigeschaltet, hätten die also schon lange craften können. Und ist ja doof, wenn wir den Bossfight machen und dann Genesis mehr oder weniger vorbei ist und dann kriegen wir erst die ganzen Sachen, die wir gerne ausprobieren wollen. Das heißt, wir machen das jetzt mal vor dem Bossfight und nehmen die dann mal mit. Und vor allem testen wir die jetzt als erstes Mal. Gut, du bleibst dann mal... Nee, du bleibst ja nicht stehen, oder? Komm mal mit hier vor. Ich glaube, ich lade sie dann mal alleine aus, weil das dauert ein Weilchen. Das können wir alles hier rausschmeißen, aber das ist so viel Zeug. Das dauert trotzdem. Ja. Sehr schwierig zu steuern. Wir sind ziemlich schnell inzwischen. Lande mal. Und der Drache fliegt so komisch. Susanne fliegt so ein bisschen komisch irgendwo runter. Die kann nicht fallen in dem Sinne, sondern die fliegt dann immer so vorwärts. Auch wenn die Flügel geschlossen sind. Und das macht das richtig schwierig, die zu navigieren so auf, ja, engem Space. Gut, bleib mal da stehen. Ich komme da nur, hol das ganze Zeug ab. Bei so Missionen wie der Magma Medley, so hieß die, glaube ich, ne? Also Missionen, die ihr praktisch zu Fuß erledigen müsst. Da werden ja eure Dinos eingepackt und kommen in so einen Cryoport in euer Inventar. Und da habe ich sämtliche Items, die ich bis dahin gefarmt hatte, verloren. Also ich bin mir nicht sicher, ob die despawned sind oder ob Susanne da einfach irgendwo so eine Tasche hat liegen lassen, die ich da nicht wiedergefunden habe. Das könnte auch sein, aber das ist ziemlich unwahrscheinlich, weil die Taschen bleiben ja ewig liegen und ich habe die nicht wiedergefunden. Also ich denke, dass die Sachen alle despawned sind. Das müsst ihr unbedingt beachten, wenn ihr dann Dino mitnehmt. Dann guckt, dass ihr das Inventar vorher leert und dass da nicht viel Zeug dabei ist. Weil ich habe ziemlich kostbares Zeug verloren. Zum Beispiel Railgun-Muni und so. Und die ist unbezahlbar und kostet richtig lang zu craften. Also, das war auch nicht so cool. Da muss man aufpassen bei diesen Missionen. Okay. Wieso gehen wir eigentlich runter? Ich glaube, das ist alles oben, ne? Moment. Wir können mal... Ah, wir haben noch 14 Blues. Wir können mal das ganze Zeug reparieren eigentlich. Ich brauche auf jeden Fall eine neue Rüstung, bevor wir irgendwie rumspielen. Das ist alles schon wieder kaputt. Aber das ist eigentlich kein Problem. Das können wir alles mal reparieren. Das müssen wir hier reparieren. Hazard Suit müssen wir in dem Fabricator reparieren. Da müssen wir viel hin und her laufen, glaube ich. Ich habe so einen Misch aus allem Möglichen an. Das ist Fabricator. Ja, das wird wieder aufwendig. Die Schuhe müssen wir oben reparieren. Die Hazard Suit. Okay, ich glaube, ich mache das alleine. Das dauert wieder ewig. Eine komplette Ghillie-Suit und die Tech-Schuhe. Dann gehen wir nochmal hoch und reparieren erstmal die Tech-Schuhe. Und dann stellen wir uns mal die beiden Waffen her. Ich habe keine Ahnung, wie die funktionieren. Also das eine ist einfach eine Melee-Waffe. Die wird wahrscheinlich ein bisschen Element brauchen oder so. Diese Claws. Ich weiß nicht, ob wir die benutzen. Da brauchen wir wahrscheinlich ziemlich gute Rüstung, dass wir das überleben. Aber wir müssen es auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ein paar kleineren Dinos. Und dann gibt es ja noch diese Shoulder Cannon. Und da bin ich echt gespannt drauf. Ja, craften wir die jetzt erstmal hier. Ich renne schon wieder überall durch die Gegend. Total planlos. Wir craften jetzt erstmal die Waffen. Also da gibt's ja... Den Cruise Missile Launcher gibt's auch noch. Okay. Ich glaube, den craften wir uns auch. Wir craften uns jetzt mal alles, wofür wir Ressourcen haben. Dann gibt's die Tech Shoulder Cannon. Die machen wir auch mal. Und dann gibt's ja noch... Die Claws. Kann man die auch hier drin craften einfach? Tech Claws? Tech Claws. Also das Zeug kostet alles ziemlich viele Black Pearls. Das ist schon mal ganz klar. Die sind nicht günstig, aber das sind die Tech-Waffen ja nie. Das kennen wir schon so ein bisschen. Nehmen wir das mal mit raus. Und dann müssen wir die mal untersuchen, oder? Shoulder-Mounted Energy Weapon. Okay. Also man muss natürlich die Engrams freigeschaltet haben. Das heißt, man muss den Bossfight eigentlich dafür gemacht haben und diese Engrams freigeschaltet haben, damit man die benutzen kann. Da steht jetzt nichts dabei, dass man da irgendwie Munition für bräuchte, ne? Bei dem Ding... Das ist...
gut gegen Rüstung scheinbar. Das ist schon mal interessant. Und da steht auch nichts dabei, dass es irgendwie was bräuchte. Das müssen wir ausprobieren. Das Teil braucht bestimmt Munition, oder? Missile? Da ist was. Rocket Homing Missile. Das ist aber eine andere. Die ist für den Raketenwerfer. Okay, wir probieren das jetzt einfach mal aus. Wir haben ja kein Schultertier dabei. Die sterben ja sowieso immer nur, wenn man die mitnimmt. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Kanone auf die Schulter. Ich denke mal, das kommt in den gleichen Slot, oder? Wir haben ja Skiff auch noch dabei. Shoulder Cannon. Da müssen wir Skiff wegpacken. Das ist ja doof. Okay, die haben wir jetzt. Wir haben jetzt eine Shoulder Cannon. Was machen wir jetzt mit der? Wie steuert man die denn? Gibt's ein Emote oder so? Nee. Okay, also das ist ein bisschen schräg jetzt. Wir können trotzdem noch Tiere auf die Schulter nehmen. Und wir können über E einfach in die Luft gucken und E drücken und gedrückt halten. Dann können wir hier diese Kanone bedienen. Da muss man auch erstmal drauf kommen. Ich habe das sogar probiert. Ich habe kurz E gedrückt, aber muss das länger gedrückt halten. Dann kommt hier irgendwann dieser Kreis hoch und wir können die jetzt aktivieren. Und so sieht das Ding dann aus. Das sitzt jetzt praktisch in unserem ARA drin. Also keine Ahnung, wieso man da noch Tiere hochheben kann. Ich denke mal, das ist nicht so gedacht eigentlich, aber kann man wohl machen. Und jetzt können wir die konfigurieren. Wir können ja zum Beispiel sagen, dass sie alle Ziele angreifen soll. Und jetzt können wir unseren ARA, also auf unseren ARA onlocken. Also wir können ihn praktisch auf den Ziel. Ich weiß nicht, ob die Kanone dann direkt auf den Vogel schießt und uns den eigenen ARA von der Schulter schießt. Das probiere ich jetzt lieber nicht aus, da habe ich keine Lust drauf. Also das ist ein bisschen komisch. Wir können jetzt den ARA Target locken. Wir haben auch so ein Fadenkreuz oben links. Also jetzt, ja, ich weiß nicht, wie man das am besten sieht. Vielleicht echt hier so vor der Wolke. Wir haben jetzt oben mittig im Bildschirm, ein bisschen links, haben wir so ein kleines Fadenkreuz. Das wackelt da so hin und her. Ich weiß auch nicht, was das genau bedeutet. Aber da zielt wohl dann die Kanone hin, ne? Irgendwie so in die Richtung. Okay, wir schalten jetzt mal ganz schnell wieder um auf wilde Kreaturen. Dann können wir nämlich die eigenen Tiere nicht mehr locken. Target locken, das ist schon mal besser. Macht mich nicht ganz so nervös. Und dann habe ich die auf Long Range gestellt. Und dann gibt es die drei Fire-Modi, nämlich Overcharge, Standard und Rapid Fire. Die müssen wir dann einfach ausprobieren. Und dann können wir sie halt wieder deaktivieren. Wir lassen die jetzt mal an. Und den ARA lassen wir hier, damit dem nichts passiert. Okay, dann wissen wir jetzt, wie das Ding funktioniert. So ein bisschen. Das müssen wir natürlich noch ausprobieren. Und dann gibt es noch diese Klauen. Oh. Okay. Das sieht ziemlich creepy aus. Also ich glaube, mit Rechtsklick kann man blocken. Ja, da haben wir sogar so einen Blocking-Buff. Yeah. Dann können wir sie zuschlagen. Können uns ducken. Und ich weiß nicht. Wir können mit den Maustasten, also mit der linken Maustaste zuschlagen. Wir können aber auch mit dem Melee-Hit zuschlagen. Das ist, glaube ich, standardmäßig Steuerung. Okay. Das ist interessant. Aber ich glaube, das sind die gleichen Angriffe. Kann ich jetzt nicht sehen, weil ich sehe das ja nur aus der Ego-Perspektive. Aus der Third Person können wir nicht sehen, was wir im Nahkampfangriff machen. Das schaltet sofort um. Das müssen wir einfach mal ausprobieren. Aber ich glaube, mehr können wir jetzt damit nicht so machen. Rechte Maustaste ist blocken, links ist angreifen und Melee ist auch angreifen. Okay. Gut. Und dann gibt es noch diese Cruise Missiles, ne? Oh, das ist ein ziemliches trummendes Teil. Und das soll Raketen, Lenkraketen abschießen, ne? Da müssen wir mal gucken. Was? Eine Message? Entdeckung? Ich weiß nicht, ob das was hilft. Enter Missile Message. Also mit Rechtsklick kann man eine Nachricht eingeben. Ich weiß nicht, ob die an den Gegner gerichtet ist. Wow! Okay. Oh, wie cool ist das denn? Das ist ja wohl mega cool. Wir können die jetzt also wirklich selbst... Yeah! Wir können die selbst fliegen. Ups. Und die ist ziemlich,
ziemlich mobil, das ist richtig gut. Wir haben die jetzt weggesteckt. Was ist jetzt mit dem Ding? Oh, das ist eine Single Use. Das ist aber ziemlich teuer. Wow. Der Tech Replicator ist ausgegangen. Das ist eine Single-Use-Waffe. Was kostet die? 26 Black Pearls für einen Schuss. 256 Metall. 212 Polymer. Also die ist natürlich auch ziemlich OP im PvP, ist ja klar. Weil wir praktisch irgendeine Base auseinandernehmen können, ohne überhaupt da zu sein. Und der Gegner kann sich praktisch nicht dagegen wehren. Das Einzige, was der machen könnte, wäre so ein Schutzschild aufbauen, ne? So ein Tech-Schutzschild. Das würde ihn so ein bisschen schützen, aber das ist auch alles. Also die Waffe ist wirklich OP. Von dem her ist der Preis dann wohl gerechtfertigt, ne? Und es macht auch ziemlich viel Spaß. Die müssen wir mal ordentlich testen, dann nehmen wir mal 4 Stück mit. So. Schön die Ressourcen verbraten. Dann gehe ich jetzt erstmal runter und organisiere uns irgendeine richtig haltbare Rüstung, falls wir uns selber treffen. Wer weiß, da passieren ja manchmal Dinge in Ark. Und ja, dann probieren wir das ganze Zeug mal aus. Wir wollen ja auch in den Nahkampf. Das heißt, ich werde jetzt mal gucken, dass wir irgendeine Rüstung ranbekommen, die echt viel aushält. Vielleicht haben wir noch ein paar richtig gute Tech-Sachen. In Susanne ja nicht, da haben wir schon geguckt. Die Schränke habe ich noch nicht durch. Ich habe die Sachen einfach alle rausgeworfen. Und habe gar nicht so groß geguckt, was wir genau bekommen haben. Wir haben zum Beispiel hier einen guten Tech-Helm, ne? Ich werde einfach mal gucken, was wir rüstungstechnisch am besten so zusammenkriegen. Die besten Teile. Vielleicht upgrade ich so ein bisschen was von unseren Riot-Suits. Da müssten wir eigentlich die besten Ergebnisse erzielen können mit upgradeter Riot-Suit. Wir haben hier zum Beispiel 180 Armor. Und ich glaube... Ja gut. Ich schaue einfach mal, was ich finde. Und dann melde ich mich mal zurück, wenn wir hier bereit zum Testen sind. Ich bin ziemlich gespannt, was das Zeug so drauf hat. Ich hoffe, die sind gut. Die sehen auf jeden Fall mega witzig aus. Ja, da sind wir auch schon. Leckerli ist noch hier unterwegs in den Sümpfen. Ich denke mal, die Sümpfe sind ganz nett, um so ein bisschen rumzuspielen. Da sind nicht so super gefährliche Tiere unterwegs. Abgesehen von den Kanos und den Deinonychus. Und so, wir gucken jetzt einfach mal. Wir lassen Susanne zu Hause stehen und gehen einfach mal so ein bisschen spazieren. Weil das sind ja alles Waffen, die wir selbst nutzen können und die am meisten Sinn machen, wenn wir so zu Fuß unterwegs sind, ne? Ich habe jetzt mal ordentlich Rüstung eingepackt, so ein paar richtig gute Sachen. Ich habe auch ein paar Dinge abgegradet. Wir haben jetzt 540 Rüstung auf dem Helm. Wir haben ziemlich gute Tech-Sachen auch. Die Handschuhe sind ganz cool. Ich glaube, wir haben da auch noch bessere Schuhe drunter hier. Also wir sind ganz gut ausgestattet, auch mehrere Rüstungsteile übereinander. Und jetzt probieren wir das mal aus. Ich nehme mal die Klauen raus und jetzt suchen wir uns mal irgendwas Kleines für den Anfang. Wir wissen zwar eh nicht, was als erstes kommt, aber wir probieren jetzt mal die Klauen aus. Rüstung haben wir ja. Also ich hoffe das Beste. Ziemlich tot hier, ne? Ich war's nicht. Hier ist echt nicht viel los. Ultra entspannt hier in den Sümpfen. Und die Kanone hat jetzt scheinbar... Oh ja, die hat was gefunden. Schießt sie auch? Nö. Schieß mal. Einmal hat sie geschossen. Die schießt. Die schießt nur ziemlich langsam und macht nicht super viel Schaden. 120. Das ist aber ziemlich cool. Aber das reicht noch nicht mal, um Titanomyrma zu killen. Die braucht 3 Hits für so ein Titanomyrma-Ding. Das ist halt nicht viel, ne? Na gut. Die kann nur nach vorne schießen, haben wir gesehen. Nach hinten konnte die nicht schießen. Also die schießt so in einem Winkel nach vorne. Macht ein bisschen Schaden. Wir müssen ja noch die Schussmodi testen, ne? Das war jetzt der Standard-Mode. Overcharge. Wahrscheinlich schießt sie da nicht so oft, aber ein bisschen... Bisschen ordentlicher, ne? Mal gucken. Vielleicht schaffen wir da so eine Titanomyrma in einem Hit. Wer weiß. Oder ein Tapejara? Sicherlich nicht. Die. Feuer! Nö. Ist noch zu weit weg. Dann gehen wir da halt runter. Ja, probieren wir mal die Feuermodi aus, ob die irgendwas ändern an der Geschichte. Oh, hier gibt's viele Ziele. Feuer! Sie lädt. Oh, die muss richtig lang
Laden, kann es sein? Was macht die? Schieß doch mal auf irgendwas. Also, wenn die irgendwas ins Ziel nimmt, ich glaube, die Mücken kann sie nicht treffen. Dann leuchtet die so blau. Okay. Gibt's hier irgendwo was? Ja, da gibt's was. Schieß jetzt! Feuer! Nee. Oh nee, jetzt hat sie nach hinten gezielt. Das geht auch. Also irgendwie funktioniert das schon. Aber die schießt einfach nicht. Aua! Die schießt nicht. Wir müssen das selber machen. Mesopithecus erwischt. Das wird so nichts. Was ist denn das Zeug? Kommt her, ihr Mücken. Ich krieg euch. Seht ihr irgendwo eine Mücke? Die müssen doch hier sein. Die sind doch getargetet. Brennen die jetzt? Achso, wir müssen, glaube ich, immer noch... Ja, also der alte Bug besteht noch. Okay. Geht nur aus der Third Person. Jetzt sind sie down. Eieiei, ist doch ganz schön gefährlich hier. Also die Kanone macht mich jetzt... Die beeindruckt mich nicht so. Ich dachte, das wäre ein bisschen cooler. Die schießt ja auch niemanden. Da vorne läuft irgendwas. Ein Frosch. Schießt du auf den Frosch? Also die sollte eigentlich auf alles schießen. Die ist ja einfach auf Autofeuer praktisch gestellt. Stamina-Regen? Die zielt ja auch die ganze Zeit, aber die schießt nicht. Das ist komisch. Oh, Petri. Jetzt lädt sie. Oh, 800 Damage. What? Okay. Das ist cool. Damit kann man arbeiten. Wow. Das ist deutlich besser. Wie lange muss sie jetzt laden? Also die lädt so lang, dass sie eigentlich nichts trifft. Komm schon. Tu es. Nee. Sie lädt auf jeden Fall einige Sekunden lang. Das funktioniert nicht wirklich gut. Obwohl der Schaden ja doch beachtlich war. Dann probieren wir jetzt nochmal... Nee. Mode Rapid Fire aus. Gucken, was da passiert. Wahrscheinlich macht sie dann nur 10 Schaden, ne? Oder sowas in der Art. Jetzt lädt sie auch wieder auf. Schießt aber auch nicht. Die... Also ich weiß nicht so ganz, was mit der ist, warum die nicht schießt. Ist die Reichweite so gering? Das kann es auch nicht sein, weil die schießt ja so auch nicht. Ich glaube, die funktioniert nicht so ganz. Die wechselt auch die Ziele die ganze Zeit. Schieß jetzt! Gehen wir mal ran und gucken, was dann passiert. 56. Ah, jetzt schießt sie öfter. Zielgenauigkeit ist jetzt auch nicht optimal. Aber okay. Jetzt macht sie eine Pause. Gehen wir mal auf... Standard wieder. 200er Hits. Bam! 20er Hit. Also wir können auf jeden Fall Fleisch ernten. Haben wir überhaupt was bekommen? Nee. Das ist komisch. Also wir können scheinbar irgendwie Tiere ernten, aber wir bekommen nichts dafür. Das ist die erste Waffe, bei der das so ist. 200 Hit. 20? Also... Die Krallen machen nicht wirklich viel. Ich glaube, ich schalte die Kanone mal aus. Damit wir hier die Krallen in Ruhe testen können. Die machen überhaupt keinen Schaden. Da brauchen wir irgendwas Kleines. Ich glaube, den Frosch schaffen wir damit nicht. Wir testen es jetzt trotzdem an den Frosch. Froschi? Du bist jetzt unser Testsubjekt. Bam, bam. 30er Hits. 36, 46. 80. Das wird immer mehr. 100er Hits. Okay, das skaliert hoch, je länger wir zuschlagen. Das ist natürlich keine gute Waffenwahl, weil wir natürlich unsere Rüstung dafür einsetzen und das ist ziemlich teuer. Wir kämpfen die ganze Zeit auf Kosten unserer Rüstung und natürlich ist es auch super gefährlich, hier in den Nahkampf zu gehen. Also ich weiß nicht, ob die so cool sind, aber auf jeden Fall machen die mit jedem Schlag mehr Schaden. Go, go, go! 26. Ja, es wird immer mehr. Und
Man kriegt keinen Buff oder so? Es ist egal, ob man die Melee-Taste benutzt oder mit der linken Maustaste angreift. Das macht keinen Unterschied. Ja, wir können die wegernten, aber wir kriegen nichts dafür. Nehmen wir mal das Gift mit. Gut, dann wissen wir wieder ein bisschen mehr. Das Blocken haben wir noch nicht ausprobiert. Das müssen wir eigentlich noch machen, ne? Ich hoffe, ich schlafe nicht irgendwann ein. Oh, Topper sieht gut aus. Alles in Ordnung. Jetzt müssen wir nochmal irgendwen blocken. Vielleicht so ein Terror Bird wäre ganz cool. Oder ein Raptor. Oh, da vorne ist ein Kano. Wollen wir den ärgern? Ich glaube, das wäre lustig. Können wir so eine Mücke blocken? Nein, also die machen ganz normal Schaden. Die treffen meine Rüstung, denke ich. Ich glaube nicht, dass das einen Unterschied macht. Mach sie weg! Haben wir alle? Nee, da sind noch mehr. Die sind überall. Die sind noch mehr. Also man muss schon genau zielen. Und die machen schon so 100 Schaden, ne? Also wenn man schnell zuschlägt, so um die 100 Schaden. Das ist auf jeden Fall ganz witzig. Ist eine witzige Waffe, aber ich glaube nicht, dass man die wirklich groß einsetzt. Vielleicht um andere Spieler zu zerlegen, da wären sie bestimmt lustig. Okay. Dann wissen wir jetzt, wie das funktioniert. Also das Blocken scheint nicht so wirklich viel zu bringen. Ich weiß nicht, ob das dann unsere Rüstung geschont hat. Aber das klang jetzt so, als wäre das wieder auf die Rüstung gegangen. Okay, da ist noch so ein Viech. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen Ruhe hier einkehren lassen, damit wir in Ruhe den Kano ärgern können. Aber ich glaube, langsam sollten wir safe sein. Okay. Ja, also ich weiß nicht, warum es hier so ruhig ist. Es ist echt komisch. Aber jetzt, wenn wir den Kano ärgern wollen, wird es bestimmt ein bisschen interessanter hier. Genau, das Parasail ärgern. Okay. Ja, dann würde ich sagen, schießen wir jetzt einfach mal so eine Rakete in die Richtung. Und wenn wir den nicht treffen, dann treffen wir irgendwen anders. Grüße. Bam. Okay. Wow, 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 wow. Chill mal. Ich weiß nicht, wie lange die fliegt. Wir drehen mal um, bevor wir aus der Karte rausfliegen. Okay. Umdrehen ist nicht so einfach. Funktioniert aber auch. Oh, zielen ist schwierig. Bam. Okay. Ich glaube, er ist ausradiert. Ich weiß aber nicht, wie viel Schaden wir gemacht haben. Dafür waren wir zu weit weg. Da müssen wir nochmal auf den Kano schießen. Der ist jetzt gerade wieder da. Go, go. Kano down. Wow. 2900. Und 1700 irgendwas anderes. ja. Also das ist so ein bisschen die neue Nuke in Ark. Da könnt ihr einfach ganz gemütlich... Was willst du von mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Irgendwelche Bases von Gegnern zerlegen, ohne dass die sich wirklich wehren können dagegen. Das ist natürlich schon fies. Ja, lauf nur weg, du. Der kommt bestimmt zurück, wenn wir nichts tun. So, jetzt Ruhe. Ja, also ich würde immer noch die Schrotflinte bevorzugen. Der Raketenwerfer ist natürlich mega genial. Der wiegt aber 20 und ist super teuer. Aber es ist auf jeden Fall die genialste Waffe in Ark, ne? Und ich habe mich noch nicht selbst umgebracht, obwohl wir schon, ich glaube, dreimal geschossen haben. Das ist eine ziemlich gute Statistik. Also ich glaube, ich kann den empfehlen. Die Krallen sind einfach nur total lustig. Und die Tech-Kanone ist, glaube ich, auch nur lustig. Ah, wir müssen irgendwo weg. Man kann die Kanone halt auch nur dann hier einstellen, wenn nichts in der Nähe ist, was man irgendwie mit E, wo man interacten kann. Wenn man interacten kann, dann funktioniert das Menü nicht. Wir aktivieren die nochmal. Ja, also das sieht natürlich total witzig aus. Die Krallen und die Kanone. Super stylisch. Leuchtet auch alles so ein bisschen im Dunkeln. Das ist echt creepy. Und die Kanone, die kann man schon mitnehmen, ne? Also die ist nicht komplett verkehrt. Die würde ich fast auf Standard lassen, ne? Das hat am meisten gebracht, so. Eigentlich. Der Schnellfeuermodus schießt immer daneben. Standard trifft, macht 120 Schaden. Und das Aufladen, das dauert zu lang. Das dauert irgendwie eine halbe Minute. Und bis dahin sind die Gegner dann wieder aus dem Schussfeld raus. Und dann fängst du wieder von vorne an. Deswegen schießt das Ding nie. Also ich glaube, der Standardmodus ist der einzige, der gut funktioniert. Aber auf jeden Fall super stylisches Zeug. Und der Raketenwerfer ist natürlich absolut genial. Ich glaube, den müssen wir hin und wieder einsetzen. Der sieht auch super cool aus.
Ist halt Single Use. Aber da müssen wir immer ein paar mitnehmen. Vielleicht brauchen wir die früher oder später, wer weiß. Und die sind nicht so gefährlich wie die normalen Raketenwerfer, ne? Und sie machen viel mehr Schaden. Also das ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Und der normale Raketenwerfer wiegt, glaube ich, auch so 15 bis 20 Kilo. Und die Munition ist auch nicht leicht, ne? Also so viel schlechter ist er dann auch nicht zum Mitnehmen. Nur das Herstellen ist halt ein bisschen teurer. Na gut, dann würde ich sagen, war es das für diese Episode. Wir haben mal ein paar neue Waffen getestet. Jetzt müssen wir natürlich noch den Boss zerlegen, bei dem man die Waffen dann freischaltet eigentlich. Und das könnte nochmal richtig spannend werden. Da nehmen wir dann am besten Susanne mit. Ich glaube nicht, dass wir dann mit unseren Tech-Waffen hier viel ausrichten können. Ich hatte trotzdem Spaß, die zu testen. Ich hoffe natürlich, euch hat es auch gefallen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss. Hey there.